Also ich glaube, mein Bezug zu Körpergrenzen hat sich so durchweg verändert, ne, mit den Jahren. Aber ich würde sagen, mittlerweile ist mein Bezug zu Körpergrenzen vor allem in meiner Arbeit der Bezug. Und da geht es vor allem um Überschreitung von Körpergrenzen und Grenzverletzungen. Ja. Die Menschen, die bei uns wohnen, haben genauso wie ich zum Beispiel auch weiblich sozialisiert worden bin, viel weniger gelernt, Nein zu sagen. Und viel we also haben meistens weniger die Machtposition eingenommen in ihrem Leben. Also ich glaube, dass super viele Menschen das lernen müssen, darüber zu sprechen. Und bevor ich darüber sprechen kann, muss ich wissen, dass es okay ist, dass es die gibt. Ne, dass die bei jedem Menschen anders sind, dass sie teilweise auch antrainiert sind und dass es ein ewig langer Prozess ist, das für sich selbst zu wissen. Und wenn ich meine Körpergrenzen kenne, dann ist es also ist es nochmal Arbeit zu sagen, okay, dafür stehe ich ein und die verteidige ich sozusagen auch. Und auch wenn ich weiß, wo meine Körpergrenzen sind und wie ich die verteidige, kommt es ja trotzdem zu Grenzverletzungen. Ne? Also kann es auf jeden Fall trotzdem dazu kommen. Dann natürlich auch einfach generell würde ich sagen, dass es eine super binäre Welt leider noch ist und dass es meines Erachtens ganz viel mit Rollenbildern auch zu tun hat und dass leider immer noch quasi jetzt Jungen und Mädchen anders erzogen werden, auch wenn man das irgendwie vielleicht nicht so wahrhaben will, gibt es einen Grund, warum so viel mehr Frauen betroffen sind von häuslicher Gewalt. Die körperlichen Grenzen sind essentieller Bestandteil unserer Arbeit als Intimitätskoordinatoren, weil wir in intimen Szenen mit dem Körper der Schauspieler arbeiten und der ist sehr verletzlich. Es ist ganz klar, das ist wie eine Kampfszene, wie eine Stuntszene, wie eine Tanzszene. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir Klarheit haben über die jeweiligen Grenzen der Schauspieler. Wir müssen wissen, mit welchen Körperteilen können wir überhaupt arbeiten oder wo sind auch die Neins, wo sind die roten Linien, mit denen wir dann eben in der intimen Szene nicht arbeiten können. Hier muss absolute Klarheit bei den Schauspielern sein, auch bei der Regie, bei allen Beteiligten. Und ja, und das ist eben leider eben auch ein Bereich, in dem wir wissen, da sind in der Vergangenheit eben nicht so gute Sachen passiert. Da sind Grenzen überschritten worden und es haben Grenzverletzungen stattgefunden. Und Harvey Weinstein und MeToo sind nur zwei Schlagwörter, die man in diesem Kontext nennen muss, um zu wissen, worum es hier geht. Es war natürlich total erfrischend, dann auch in der Ausbildung Intimitätskoordination auch zu lernen, wie wir über solche Szenen reden und wie wichtig das ist, eine gute, eine angemessene, erwachsene und respektvolle Sprache zu finden, wenn wir über solche Szenen reden, wenn wir die auch besprechen. Weil da fängt es ja schon an. Ich zeige dir jetzt mal, mit welchen Körperteilen bei mir wir heute arbeiten können. Wo war das Nein? Hier nicht anfassen heute. Manchmal gibt es so Bereiche, das ist so, ja, vielleicht, ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Nein, nein, so. Und das ist für Schauspieler auch sehr spannend. Das ist auch was Neues für sie. Kurz vorm Corona-Lockdown habe ich über Tinder jemanden kennengelernt, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Und dann waren ja aber die Kontaktbeschränkungen da. Und es war eigentlich klar, okay, alles runterfahren. Ich wollte den aber total gerne wiedersehen. Und dann musste ich das erste Mal mit meiner WG sprechen, sagen, hey, ich habe da jemanden kennengelernt und ich würde den eigentlich gerne noch mal treffen. Können wir das irgendwie machen? Wäre das okay für euch?
gab auf jeden Fall einmal eine Situation, die war awkward und ein bisschen lustig, als du und meine anderen zwei MitbewohnerInnen mir dann erlaubt haben, dass wir doch Körperkontakt haben dürfen. Und ich das erste Mal bei ihm übernachten wollte und dann halt in die Küche kam, mich hier hingesetzt habe und gefragt habe, ich möchte heute Sex mit dieser Person haben, ist das okay für euch? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das nur durch Corona passiert ist, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass wir noch eine Stufe mehr irgendwie über Dating und Menschen treffen reden und geht mir auch so, über Sex also so irgendwie. Indem ich es ausspreche oder indem die andere Person es ausspricht und auch wirklich ausspricht und nicht nur so ein, was machst denn du gerade, wollen wir noch zu dir gehen, bla bla bla, so, sondern wirklich sagt, hey, ich habe Lust, dich zu küssen, ich habe Lust, mit dir zu schlafen, bla bla bla. So, das kann vielleicht überrumpelnd sein, aber da merke ich dann halt, will ich das oder will ich das nicht?